Ich bin ein sehr handwerklicher Maler. Das heißt, ich stelle mir die Farben her, male im Prinzip sehr traditionell, Leinwand, Untermalung, Übermalung, und in dem Sinne mache ich das eben sehr klassisch. Leinwand, Eitempera und die letzte Schicht Öl, alte Regel vom Mageren ins Fette, im Prinzip auch vom Groben ins Feine. Das ist zu meiner Malerei zu sagen. Die Besonderheit, also Farbe besteht ja eigentlich immer aus Pigment und Bindemittel, also Eitempera ist das Bindemittel Eitempera. Öl ist die Sache, die Farbkörper aufklebt, Öl. Ich mache da eigentlich nichts Besonderes, außer die Vermischung. Ich trage quasi in ein feuchtes Bild trockene Pigmente auf. Also in der Ölfarbe, die Untermalung passiert ganz klassisch mit Pinsel. Und in dann Übermalung schlage ich quasi in ein feuchtes Ölbild trockene Pigmente ein. Und das mache ich mit einem ganz üblichen Handwerksmittel, der Schlagschnur. Den verwenden Maurer und Zimmerer, um so Meterrisse oder Markierungen, gerade Markierungen über lange Distanzen zu machen. Und ich benutze die Schlagschnur dann als Pinsel.